So. Wir müssen durch diese Tür. Come, Victor. Dinner is ready. I don't like it. Please, you need to eat. Come on, eat. 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 Ein Kingler. Da. Hey, ach so. Okay. Guten Tag, die Damen und Herren. Was darf ich Ihnen servieren? Tote Taube? Das ist natürlich schick hier. Ich bin der kleine, freche, böse Wolf. Puh, es kann natürlich sein, dass wir jetzt eine Menge verpasst haben, dadurch, dass wir nicht durch die anderen roten Türen gegangen sind, ne? Oh. Ja, das Ding ist, kann uns denn was passieren, wenn wir hier drin sind? Als Wolf? Ja, doch, oder? Weil. Der ist ja auch tot. Und warum? Ich meine, hängt er da. Das ist doch scheiße, ist das. Erstmal hier gucken. Scheiße. Oh. Ach so. Ja gut, das war jetzt nicht so schlimm. Das war einfach nur in seinem Kopf. Also in Lazarskis Birne. Wir rennen jetzt mal hinterher. Has to be done. So, nee. Ganz ehrlich, das interessiert mich jetzt doch. Hurry! Your prey is getting away. Doch ein paar Sachen durch die Lappen gegangen. Oh shit. Ja, dann tut es mir natürlich jetzt leid. Warum ist das? Ach so, okay. Dann tut es mir jetzt leid. Dann muss ich es nicht von vorne spielen. Jesus, this is hopeless. Wie?
wegen seinen Beinen? Aber what are you doing? Echt? Naja, aber... Sind wir wieder ein kleiner Junge. Aber nur weil man verkrüppelte Beine hat, heißt es ja noch lange nicht, dass man... When the moon is full, the beast awakens. What the hell are you watching? Ja, aber nur weil man ja verkrüppelte Haxen hat, heißt es ja nicht, dass man sich dann gleich zum Werwolf machen muss, oder? Ich komme ja nicht durch. Ah. Hübsche Frau. Wenn das eine Frau war. Ich verstehe das hier noch nicht so ganz. Jetzt sind wir wieder groß. There. Now's your chance. Hurry. Ich finde das super geil gemacht, dass wir auch jetzt der Werwolf sein können. Finde ich total geil gemacht. Also die Idee dahinter ist mega. Dass wir jetzt mal aus der Sicht des Killers hier lang eiern können, finde ich gut. Dann hat er da ihn erlegt. Was denn da mit ihm? What the hell did you do to yourself? Risk partial to complete paralysis? Great idea, Dad. Damn it. And he did that? Why? Just to spite me? I told you to stay out of the stacks. I'm better off there than I am here. Stop yelling. You're only making it worse. I'm making it worse? Look at him. It's grotesque. It's disgusting. This freak of nature is not my son. Victor, please. Your father didn't mean it. We're just worried about you, that's all. Das ist sein Zimmer. The Curse of the Wolfman. Werewolf of Doom. Wolfman Revenge. Okay. A vegan werewolf in London. Ach, ein veganer Werewolf in London. Können wir uns unsere Sachen hier angucken? Ich verstehe es nicht, das ist ja sinnlos. Sind wir... Once upon a time. There lived in a certain forest a brave little wolf, the fiercest creature who was ever seen. Die haben ihn alle ausgelacht wegen seinen Beinen. Thank you.
Please, calm down. Das finde ich cool. Mami? Nein, wir wollen die Leute ärgern. Talk to him, Victor. I know there is still hope. Kirche? Wieso können wir denn nicht in die Kirche gehen? Wie fies. Ist doch nur ein armer kleiner Kerl. Und wenn der immer gehänselt und geärgert wurde, also jetzt hier bei dem Theaterstück oder von der Schule aus oder so, klar kriegt er eins an der Murmel und sagt sich dann: No, not like this. Oh nein, jetzt hat er versucht, Fahrradfahren zu lernen oder was, und er konnte mit seinen Beinen nicht. Jesus, this is hopeless. Look, he's at it again. You're embarrassing me. We're in for another show. Look at him. Just give up already. Oh, it's just fucking sad. No. Und natürlich kann man verstehen, dass er dann gefrustet ist, verzweifelt und einfach nicht mehr kann oder will oder so. Natürlich. Er will halt ausbrechen. Er will stark sein. Und er will stark sein, und das ist der Grund, warum er sich diese Implantate setzen lassen hat. Der durfte ja nicht mehr in die Kirche. Once upon a time, there lived in a certain village, a little country girl. Er kann doch nichts dafür. Und dass er dann so geworden ist, ist ja auch kein Wunder, wenn man immer nur, wenn man sich selbst immer für sich selber schämen muss und man verbittert ist, traurig ist und man nur gequält wird von anderen Menschen, dann ist es auch kein Wunder. Was nicht heißt, dass er killen darf. Your body is responding well to the genetic material. Scheiße. Thank you, Doctor. I can't tell you how much I appreciate it. Und dann wollte er da wieder sein. Oh, that's all right. You'll thank me in a couple of weeks when the shift starts to occur. I'm sure you'll be pleased with the results. Aber das heißt ja nicht, dass er dann trotzdem einfach Menschen töten gehen darf. Das geht ja nicht. Obwohl, wenn man so kaputt gemacht wurde, dann soll das der Mond darstellen oder was? Soll das den Mond darstellen? Was habe ich gesagt? Der Mond? Oh Gott, ich weiß es nicht. Es ist schrecklich. Ich finde das so Sünde. Er ist halt zerstört. Darum, liebe Eltern, an alle Leute, die hier zu gucken, die Eltern sind, seid gut zu euren Kindern. Ihr wart selber mal Kinder. Vergesst das nicht. So you see, while it is technically inoperable, this procedure can practically nullify the symptoms. I'm not going to lie, the treatment is invasive, but it is by far the best option. Oh, thank you, Doctor. I can't tell you how much I appreciate it. Did you hear that, Dan? It should have been you. War das Adam? War das unser Sohn? Also, Daniel Azarski hat sich einfach zu oft zu weit in die Gehirnströme anderer Menschen hineingewagt. Und das ist jetzt das Ende vom Lied, dass er jetzt die Realitäten hier vermischt. Ich gehe da nochmal schauen. Da komme ich gar nicht lang. Er vermischt jetzt praktisch seine Realitäten und ich kann halt auch keine Synchronized Dings da nehmen. Das ergibt langsam alles ein bisschen Sinn, oder? Kann auch sein, dass ich natürlich völlig falsch liege mit der ganzen Geschichte hier. Also im Grunde
wollte er los, um seinen Sohn zu finden. Er wollte los, um seinen Sohn zu finden und stößt einfach auf so viele Geschichten, auf die Geschichte des Werwolfs. Vielleicht wirklich so gesehen. Ich weiß es nicht. Aber denke ich mal, wenn ich so aufgeregt bin, kribbelt mir immer alles. Once in your life, can't you just admit that you're wrong? Das war Daniel Lazarski und sein Sohn. An den komme ich nicht ran. Ist gerade ganz doll schlecht. Habt ihr das auch gesehen? Wir bilden da jetzt hier herum. Der Spacken ist da hinten. Scheiße. Orientierungslos.
oh Gott, mir ging's gerade eben echt nicht gut. You better stay here. There might be some very nasty people out there. Mir war richtig schlecht. Mir war richtig übel. Ich habe echt gedacht, ich kotze gleich. Ich brauchte echt einen ganz kleinen Moment. Hey! Gets his prey. Sind wir gerade Lazarski auf der Spur oder was? Das Schweinchen. Aber ich verstehe gar nichts mehr. Ich verstehe gar nichts mehr. Oh nein. Three pairs of eyes, 4 gallons of plasma, 2 hearts, 2 livers, a set of lungs. A pretty decent yield. Daniel Lazarski auf den Spuren, denke ich. Und he's always out there, watching, waiting. Und, aber was ist das mit diesem Monster da? Wie steht es nicht, wenn... Ich verstehe es nicht. Was ist das andere für ein Monster? Lazarski lang gelaufen. Oh mein Gott. Oh mein Gott, der saß dahinter. Oh. Da hat er die Tür zugemacht. Oh. Der war ganz dicht. Jetzt sind wir auf dem Dachboden, oder? So nah. Oh Gott, ekelhaft. Oh, ich darf nicht vergessen zu atmen, ehrlich. Atme, Tai. Nicht vergessen zu atmen. Aber ich verstehe es nicht, wenn er da tot rumhängt. Ich verstehe es nicht. Get used to it. Victor, is it? If I can find whatever hole you crawled out of, maybe I'll find some answers. Yes. Synchrosine injected.
Strain level decreased. Aber der ist doch tot, ich verstehe es nicht. Aber wenn er tot ist, wie... Ich verstehe es nicht. Wir waren ihm auf der Spur. Und er war uns auf der Spur. Und dann hat er uns dahin runtergekickt, er hat uns geschnappt und auf einmal hängt er hier tot. Ich verstehe es nicht. Und wer ist das andere Monster? Fuck, wer ist das andere Monster? Weil ich verstehe es nicht. Wie sollen wir dann sonst da... Endlich im Angesicht des Mörders. Bin gerade noch mit dem Leben davongekommen. Er nicht. Ich sollte die Leiche nach Hinweisen untersuchen. Versorge den Generator wieder mit Strom. Unsere kleine handgemachte... Unser kleines Handgemenge hat für einen Kurzschluss beim Generator gesorgt. Wenn ich hier raus will, muss ich ihn wieder mit Strom versorgen. Aber hat Lazarski ihn? Ach, oder sind die einfach nur von da oben runter geklatscht? Und der hat sich hier in den Kabeln verheddert. Und darum ist er tot, oder was? Viktor Modersky. Scheiße. Aber wenn er ja jetzt tot ist, ne? Dann sollte das doch jetzt eigentlich wieder gut sein. Gut, dann hat Lazarski ihn ausgeschaltet. Sind halt runtergepurzelt oder was? Vom Dachboden da rein. Okay, dann habe ich es, glaube ich, jetzt verstanden. Wie wäre es mal mit dieser Sicht? Um zu sehen, kann ich euch gar nicht sagen. Ich weiß nicht, wo muss ich denn jetzt hin? Generator mit Stromversorgung. Hier britzelt's. Da geht's hoch, okay. Das hat mir nicht so gut gefallen gerade hier. Doch, es hat mir richtig gut gefallen, dass das ist. Okay, geht's noch weiter auf? Oh, wie krass, einfach nur. Einfach nur heftig. Ja, aber... ob wir herauskommen? Wovon ich mal stark ausgehe, wenn er jetzt tot ist. Sehen wir dann in der nächsten Folge. Boah, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.